Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret of the Silver Blades. Ich bin in der Stadt, wir sind aufgestiegen. Vorfengers ist jetzt Level 11. Neues Zauberlevel gibt es natürlich erst Level 12. Da habe ich mich beim letzten Mal ein bisschen vertan. Und wir haben den Kram, den wir gefunden haben, der war nichts Besonderes. Ich habe Krysania allerdings noch mit einigen Schriftrollen ausgestattet, auf denen sich jeweils ein Heal-Zauber befindet. Das kann ja, glaube ich, grundsätzlich nicht schaden. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück ins Schloss und gucken da mal nach dem Rechten. Das war ja hier ganz unten. So. Yep. Gut. Okay. The iron face does not react at your approach. Ach so, ja. Das Problem. Danke. Danke. Voilà. Das hatte ich mir jetzt auch gerade gedacht. There's probably some trigger in the area. We must seek it out. It may be well hidden. Keine Sorge, ist es nicht. A small lever is recessed into the wall here. Do you pull it? Yep. A click echoes through the castle. So, jetzt kommen wir nämlich wieder durch diese Drehscheibentür hier. So. Und durch sind wir. Okay, ja, würde ich sagen, gucken wir hier uns mal um. Ja. A cleric appears. Walking jerkily, he chants. Madness flows. Was? Madness? Ach, he chants. Madness flows from he who gives it. Giving is the ultimate sacrifice. Sacrifice is a balm to the gods. Gods inspire the mad. Madness flows from. Speak. You snap him out of his chant. He mumbles and you record his journal in 367. Okay. Müssen wir nicht jeden sofort umbringen, den wir hier treffen? Wie beim letzten Mal. Question the High Lord Bane once, you know? Didn't think that Dreadlord was worthy of his attentions. Question that I did. You know that questions are a burden? Very burdensome. For God. Then came the Silver Blades and I questioned them. Then came the ice and I called out to Bane. In his wisdom, he kept my mind from freezing. Let me think about my questions for 300 years, with only ice as far as the eye could see. Okay, also du hast im Eis festgesteckt für 300 Jahre und aus irgendeinem Grund hat Bane dafür gesorgt, dass dein Hirn nicht mit eingefroren ist, sodass du die ganze Zeit bei Bewusstsein warst. Das erklärt, warum du total bescheuert und Gaga bist. Okay, alles klar. Can't see very far through ice either. Unmoving for 300 years gives the man pause. Ja, 300 Jahre eingesperrt zu sein, gibt einem Mann nicht nur Pause, sondern halt auch die eine oder andere geistige Störung, sag ich mal. Finally, I discovered the answer and I sacrificed my mind. Sacrifice is a balm to the gods. Gods inspire the mad. Madness flow. Ja. He wanders into a wall. Continuous is chart. Ja, das erinnert uns jetzt so ein ganz klein bisschen an Ritter der Kokosnuss, nicht wahr? Die Priester sind ähnlich drauf. Der rennt jetzt halt offenen Auges in eine Wand. Bitte, bitte, bitte. Jeder, wie er möchte. Der Religionsfreiheit und so weiter. So. The room is filled with bits of giant armor. Ach, giant armor, achso. Damaged Weapons und Broken Parts. Okay, also mit anderen Worten, alles kaputt. Small Lever, okay. Gut, dann kommen wir jetzt wieder raus. La 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 la. Ja. Wait. Okay, das haben wir. Dann gucken wir jetzt mal nach unten. Guten Tag. The ice steams away from a barracks of cloud giants. Aha. Die wohnen hier. Once awake, they turn and eye you suspiciously. One yells, Dinner time! Also, das ist jetzt nicht mehr der Priester. Dinner time! So. They attack.
Wieso? Ich dachte, ihr wollt jetzt was essen gehen. Ihr könnt ja wohl nicht uns meinen, weil ich meine, ihr solltet wissen, dass ihr. Aber wissen sie wahrscheinlich nicht. Nee, wissen sie nicht. So, so wie zum Thema Dinner. Vielleicht sollte ich auch mal gucken, ob hier noch irgendwas rumläuft. Nee, nur ein paar Cloud Giants. Okay, bitte sehr. Und flump. Autsch. Oh, sag mal, gegen Mentmatigen habt ihr was. Ne? Ich meine, gut, er ist euer Erzfeind, aber deswegen muss man ihn auch nicht gleich so viel Schaden machen. Das, meine, wir könnten Vala auch mal eine bessere Schwert geben, aber. Ja, sehr gut. Uff. So. Okay, so viel zum Thema Dinner Time, würde ich sagen. Treasure, Tech. Was ist das? Okay, ist hier noch irgendwas? You come upon the officers' quarters. For a moment you see them frozen in the midst of a dice game. Okay. Ja, dann lass sie doch weiter Rollenspiel spielen. Meine Dice Game muss ja Dungeons & Dragons sein. Then the roll is completed and they attack. Ach so, die. Ach, okay, sind nur. Ach du lieber Gott. Storm Giants auch gleich. Das ist einer, vier. Und wir stehen vor einer Wand. Das ist eine grundsätzlich schlechte Kombination. Deswegen. Aber wir haben ja hier eine gute Rückzugsmöglichkeit. Deswegen machen wir erstmal. Gehst du. Hier ist überall Wand. Ne? Gut, gut, dann müssen wir halt umbringen. Du kannst aber mal stiften gehen. So, und du kommst du da. Zumindest zu dem kommst du hin. Oh, ihr macht nichts. Warum benutzt ihr euren Lightning Attack nicht? Ich meine, finde ich super. Gerne. Nee. Gut. Gut, okay. Ja. Werdet euch da was bei denken? Oder können das. Aber das doch, das sind Storm Giants, die Lightning Attacks haben. Spielen offensichtlich um Platinum-Münzen. Okay. So, sonst noch was? Hallo? Hallo? Small Level, ja. Okay. Na gut, gehen wir wieder raus. Okay, hier war das Gedöns, also da war der Teleporter. Da oben sind nur Fallen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da müssen wir nicht hin. Hm.
gucken wir mal hier nach oben. Ja. The room you have entered is full of the iconography of Bane. A scent of evil rises from the melting ice. Aha, ist das hier sein Tempel oder ein Schrein offensichtlich irgendwie in irgendeiner Form. Zumindest Bilder von bösen Göttern. Na gut, da gucken wir doch mal. Hier. Hallo. Ist hier jemand? You have entered a small cloister. Das ist aber sehr klein, zwei Kästchen groß. The ice melts away from meditating priests. They attack. Oder wart ihr eingefroren, oder was? Gut. So, lalalalala. Ich würde sagen, bringen wir euch mal um, ne? Ich meine, dafür seid ihr ja hier schließlich. Reicht nicht mal. Ja, das ist ja unschön. Da brauchen wir einen zweiten Feuerball, wa? Seid ihr, wir haben euch bis dahin kaputt gehackt. Ja, den ersten hätten wir schon mal. Na komm, wir haben es ja. So. Anständig gewürfelt. Ja, das war hartnäckig hier. So. Das war eine gute Idee. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich schon viel früher gemacht. Hätte ich eigentlich schon zu Beginn des Kampfes gemacht. Eigentlich schon bevor dem Beginn des Kampfes. Fantasia, ja. So, was haben denn die Priests so Schönes bei sich? Ah, Darts. Das ist schön. Grace, nimm doch mal die Darts an dich. Was? Ach, das sind andere Darts. Das ist fantastisch. Wahrscheinlich plus eins oder so. Nee, wollen wir nicht. Was wir einmal machen wollen, ist Heal zaubern. So. You have awakened a barracks of priests. They react angrily. Ist das hier euer Schlafsaal? Und ich habe euch aufgeweckt. Gut, eure Sache. Das sind aber nicht nur Priester. Ich meine, ich will ja nicht sagen, ob das... Also das spricht ja so ganz klein bisschen für einen Lightning Bolt, ne? Aber blöde ist, dass wir dafür nicht hinkommen. Deswegen machen wir das mit einem Delayed Blast Fireball, bevor sie sich wegbewegen. So. Also da. Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Nee, nun lass mich mal. So. Jetzt seid ihr ja auch schon so blöd auseinandergelaufen. Das gehört sich aber gar nicht. Gut. Wo bist du? Da bist du.
Judith Krysania, was ist denn los mit dir? Müssen wir ja noch einen Zauber verwenden. Stehen natürlich hier. Kommen wir da im Eissturm hin oder ist der zu weit? Ja, es war ja klar. Aber er hat nur. Kommen wir hin, sehr gut. Ach, du hast auch gezaubert. Hast du das Spiel gar nicht gesagt. So, jetzt räumt hier mal auf, meine Herren. So. Danke. Weg, weg. Surrender ist eine gute Idee. Für die, die noch dazu kommen. Blöde Priester nicht. Und du auch nicht. Nee, ja. Nix, nix. Okay. Wer sonst noch irgendwas? Glaub nicht. Hier vielleicht? Nee. Okay. So. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu kurz zurück zum Rasten. Oh, wenn soll ich den Spot Parts of Vegetables. Was? Bin offensichtlich woanders. Habe ich mich gerade. Bin ich. Ah. Wo bin ich jetzt? Da wollte ich gar nicht hin. Hier in den Gemüsegarten. Hier ist doch nichts. Es piled high with bags and barrels of food. Ja, das ist ja alles hochinteressant, aber. Achso, ja, jetzt muss ich mal wieder den blöden Schalter finden. Large ovens and spits fill the room. Some of the meat cooked here has a distasteful look to it. Ja gut, wenn das diese 300 Jahre liegt, das Fleisch, dann wird das nicht mehr allzu gut aussehen. Ja, wait, so. So, jetzt machen wir das so, sonst finde ich das ja nicht. Hier. Ja. Danke. So, Camp. So, Magic. Ich cast Memorize. Hier. Fireball, Fireball. Eisstorm, Eisstorm. Und Delayed Blast Fireball. Und du hast gezaubert Fireball, Fireball, Eisstorm. Ach, die sind, ach stimmt, die sind neu. Ja, nimm mal Hold Monster. Okay, so. Wir brauchen mal 750, ne? Jep, das dauert noch ein bisschen. Dann also wir zurück und die restlichen Räume begucken. So, 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 so. Ja. Dadadad. Okay. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. The shaking almost knocks you from your feet. Looking around this room, you see sheets and rods of iron piled haphazardly.
Okay. Müssen wir hier. Nee, Satchel an. Okay. Hallo? The ice is melting of piles of coal. Ah, the walls are blackened with soot. Aha, ist es hier der Heizungsraum? As the ice melts in this room, it uncovers a short, twisted creature. It shakes off the last icicles and rises to its feet. You finally identify it as an aged, twisted, humpbacked dwarf. He looks at you with his one good eye and begins to mumble. Oi! What you done with me fire? I turned me back and you've frozen me forge. May just be tough enough to work with, and that one be even tougher. Ja. Ich hab nichts mit deinem Feuer gemacht und warum du mit einem untoten Magier zusammenarbeitest, das ist deine Sache. Stop your gawking and give me a hand. He turns to large forge and begins to arrange the coal. Du fragst mir nicht wirklich, ob ich ihm helfe, oder? Andererseits, wenn es hier ein bisschen wärmer wird, ist ja auch für uns angenehmer. Helfen wir ihm. With your help, he gets the forge ignited. Das ist ja ein Forge, ist ja kein Furnace, Mensch. Also mit anderen Worten, das ist ja der Schmied. He picks up a hammer and strikes the bellows. Ja, in response, he begins to stoke the fire. With a satisfied grunt, he sets to work heating an iron rod. The dwarf continues to mumble and you record his journal in V64. Build him an arm today, a couple of chests tomorrow. Maybe slam out a few spare eyes. Okay. Wizards are queer birds, all skin and bones, glowing eyes, always distracting, cackling and giggling. Iron statues, always more bits and pieces. They do strange things to them next door. Never can be sure with wizards. Next thing you know, the statues will be walking. Never be too sure. Okay, also, du hast die Rohmaterialien für die Eisengolems der Maya geliefert. Okay. You tire of his chatter and move on, das ist gut. Also im nächsten Raum sind Eisengolems, sagst du. Das ist ja ein guter Tipp. Aber hier gibt's keinen nächsten Raum. Aber hier gibt's nur einen Lever. Oder Lever, wie auch immer man möchte. Twisted Dwarf. Okay. Wait. Ja. Gut. Also hier wären dann ja die Golems, ne? Ist das richtig? Oder war er zu twisted, um die richtige Richtung anzugeben? Hallo? 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 A patrol of giants and riders awake as you enter. One yells, I feel the chill of Emir in my bones. These gnats must have caused it. Quasselkopf. Oh Gott. Oh Gott. Kill them. Scheiße. Das war ziemlich clever, Storm Giants. Ja, jetzt können sie nämlich, und wir können nicht zaubern. Das heißt, wir müssen mal ganz schnell weglaufen. Lalalala. Yep, das wird jetzt sehr schmerzhaft. Und du machst das gleich hier. Jo. Und triffst dich selber. Die cleversten sind es auch nicht wahr? Ja, ist ja gut, Mensch. Autsch. Ja, wir haben keine guten Schilde. Wir haben einen blöden, aus Angst vor Medusen, diese blöden Handspiegel in der Hand, statt vernünftiger Ausrüstung. Guten Tag, ich bin der Herr Wärtner und ich möchte Sie rüsten. So. Danke. Und ihr hört mal mit dem Steinewerfen auf. Da, 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 da.
So. Also zumindest waren es keine Eingolems. Das ist ja schon mal etwas. Nö. Treasure, take. Nope. The stairway looks like it heads down to the dungeons. In 100 Kilometern Entfernung. The ice between must have melted when we entered. Aha. Okay. Ist gut zu wissen. Speichern wir mal. Da können wir also zur Not ins Dungeon entfliehen. Was nicht wirklich eine allzu gute Flucht ist, aber immerhin. Ist hier was? Hallo? Nee. Hier vielleicht. You awaken a circle of dryders who appear to have been studying parchments. They hiss and attack. Ups. Okay. Das sind eine ganze Menge. Das sind eine ganze Menge. Okay, Zähne zusammenbeißen. Jetzt wird's schmerzhaft. Aber wir bringen die Dryders um, das ist wichtiger. Ach, deswegen hat Krysania vielleicht keinen Schaden genommen von der Breath-Attacke des Drachen letztes Mal. Die hat ja eine Ring of Fire Resistance. Vielleicht, wenn sie da den Rettungswurf schafft, kriegt sie gar keinen Schaden. Weil ich eigentlich gedacht hätte, dass sie dann Viertelschaden kriegen würde, aber vielleicht kriegt sie da noch gar keinen. Das wäre ja hochinteressant. Und wäre eine einleuchtende Erklärung für dieses seltsame Verhalten des Drachen. Und schlag ihn mal tot da. Dankeschön. Eieiei, das war heikel. Das war heikel. Und zwar nur, weil ich einen falschen Schritt gemacht hatte und weil die ziemlich blöd rumgestanden haben. Haben die hier wenigstens irgendwas? Natürlich nicht. Blödes Spiel. The room is filled with esoteric ingredients for magical spells. Some of the items are valuable. So. Gut. Gehen wir jetzt mal Grace. Tick, tick. Gehen wir mal Favrit. Dass ein Plate Mail und ein Shield hier in dem Alchemy Labor zu suchen hat, wissen wir zwar nicht, aber egal. Nein. Dahin. Ja. So, ich würde sagen, jetzt können wir mal wieder kurz zurückgehen. Wait. Wenn ich das richtig überblicke, fehlen uns jetzt noch genau zwei relevante Räume. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Und so. Und so. Und so. So. Das ist sehr, sehr. Also, ich meine, wir können auch versuchen, in dem im blöden Castle zu rasten, nur da besteht die nicht gerade kleine Chance, dass wir das nicht schaffen, weil wir unterbrochen werden. Und ich meine, wir müssen es ja nicht drauf anlegen, wenn man diesen sehr bequemen Teleporter hier hat. Okay, weißt du was? Wer hat die denn? Hast du die? Ja. Dann, ja. Wer weiß? Sweet Magic. Können wir uns jetzt auch gleich die Schriftrollen angucken. Hm.
Aha, Flesh to Stone ist ein ziemlich bekloppter Zauber. Glowpuff Invulnerability ist schon praktischer. Den haben wir aber auch auf irgendwelchen Schriftrollen, die brauchen wir also nicht. Okay. Gott. Zack, zack. Und zurück. So, die beiden letzten Räume machen wir jetzt nämlich auch noch. Hier. Achso, ja, Wala, danke. Hätte ich vergessen. So. Plop, 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 plop. So. Also, es fehlt jetzt noch der ganz außen. Meine, warum der Dreadlord das hier so umgestaltet hat, ist mir zwar nicht hundertprozentig klar, aber wird sich da sicherlich was beigedacht haben. You have discovered a group of Medusa working on leather harnesses and hoods. They turn and attack. Ja, aber die haben doch gar kein Lederharness an. Die sind doch. Ach, egal. Vielleicht für andere. Vielleicht sind es einfach die Näherinnen. Das ist. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist ja jetzt mal wieder easy peasy. So. So. Und tschüss. Und tschüss. Nee, nicht tschüss. Jetzt tschüss. Was? This is a run for Basilisks. The Medusa let them go when you enter. Ach, ein Auslauf für Basilisken. Aha. Sind das wie Hunde oder was? Nee, bitte. Ich hätte gedacht, die sind ein bisschen wie Reptilien. Oder es sind Reptilien. Ja, vielleicht brauchen die auch Auslauf, was weiß denn ich. Okay. Danke, Walla. Na, Selbstmord oder? Nee, machen wir das. Gut. No Treasure, natürlich nicht. Und hier ist auch nichts. Ist hier noch was? Medusa Training Basilisk hier, okay. Gleicher Kampf nochmal. Achso, ja, hätte er zuschlagen können. Egal. Ich meine, dass die Basilisten das nicht auf die Reihe kriegen, also das mal bleiben zu lassen, sehe ich ja ein, aber obwohl vielleicht, naja, wenn das so ist, dass das halt, dass die Medusen das unabsichtlich machen, weil sie einfach immer versteinern, wenn sie irgendwo hingucken, ist das wahrscheinlich. Nur dann würde ich da einfach mal kurz nicht hingucken, wenn ich da, wenn die um mich herum alle versteinern, weil dann muss ja offensichtlich, hat da ja irgendjemand Spiegel bei sich dann. Aber ach, das. Es sind Monster, was kümmern wir uns drum? So, und hier ist natürlich auch nichts. Und hier ist der so, Lever.
Das war ein spannender Raum. Wir sollten hier nicht nur Eiren-Golems sein. Na gut, dann gehen wir jetzt in die letzte. Wo es dann meines Wissens auch weitergeht. Das. Ja. Ja. Room you have entered has large haunches of meat hanging from the ceiling. Ah! Schlachthaus. Some are identifiable as mastodon and cattle. Others have more disturbing, more disturbing associations. Ja, für die Veganer in unserer Gruppe ist das alles leicht disturbing. Ob da nur Menschenfleisch hängt oder Tierfleisch, glaube ich, oder? Das ist da gleich schlimm. Oder ist das egal? Okay. Ja, schön Fleisch hier, aber. Hallo. You feel a moment of disorientation. Ah, sind teleportiert worden. Wie schön. Hallo. You had a stairway heading up. Okay, ins zweite Level. Do you continue? Hinder! You hear a voice say, your puny skirts are no match for mine. Flee while you still can. Nee, was wir machen ist, wir setzen uns hier auf den Boden, machen Lagerfeuer an, erzählen uns lustige Geschichten und warten, bis wir beim nächsten Mal hier uns alle wiedersehen und uns dann mit dem zweiten Level des Schlosses beschäftigen. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3. Also viel ist es nicht mehr. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.